Hallo und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars Green Planet. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe hier unten nochmal den Boden ausgetauscht, weil jetzt kann man das nicht mehr so gut sehen, aber als ich hier noch die Markierung jetzt nicht drüber hatte, da ist mir aufgefallen, dass diese Textur hier völlig falsch ist, die ich da gewählt habe. Ich habe ja hier diesen grauen Belag weggemacht, den wir vom Schürfen des Betons haben. Und das habe ich jetzt nochmal geändert. Außerdem habe ich das auch hier gemacht, denn auch, ja, man kann es, wie gesagt, jetzt im Moment schlecht sehen. Das sieht halt ein bisschen komisch aus. Und das versuchen wir dann da gleich auch nochmal. Da sich die Bereiche aber nicht überlappen dürfen, habe ich das da nicht mehr unterbekommen. Mal schauen, ob das noch geht. Jetzt ist das fertig. Das sieht doch gut aus. Das wird auch gleich fertig sein. Und ich denke, wenn wir da wieder ein bisschen mehr Licht hier haben, dann kann man das auch besser erkennen. Wie weit sind wir da? 57%. Ja komm, wir warten noch ein bisschen und dann versuche ich diese Stelle auch nochmal zu machen. Okay, also das dazu. Dann müssen wir eben schauen, da bei der Kuppel ist alles in Ordnung, genau. Hier war alles in Ordnung, genau. Da war ich ja am Überlegen, ob wir hier eventuell noch ein bisschen was anders machen. Die Aufteilung der Kuppeln ist hier oben zwar in Ordnung, aber möglicherweise können wir ja auch noch ein paar Servicegebäude reinstellen. Und stellen dann diese Maschinenteilefabrik eher hier irgendwo mit rein später. Ich hoffe, dass da jetzt noch keine Leute einziehen. Eigentlich ist es hier nicht komfortabel genug. Wir könnten natürlich die Zuwanderung hier noch eben stoppen. Keine Kolonisten aufnehmen, dann ist das erstmal dicht. Und also das Ding hier raus, hier noch so ein paar andere Servicegebäude, vielleicht auch andere Produktionsstätten, ich weiß es wirklich noch nicht. Und vielleicht lassen wir die Leute dann, die hier wohnen, hauptsächlich in Außengebäuden arbeiten, zum Beispiel der Polymerfabrik. Hier arbeiten ja auch nicht mehr lange Leute, denn das Ding ist in Kürze schon leer. Das heißt, es wird allerhöchste Zeit, dass wir hier anschließen. Und was wollte ich noch sagen? Genau. Und ja, vielleicht noch ein paar Logi-Labore, dass wir hier so eine kleine Wissenschaftskolonie bauen. Ist noch nicht sicher. Ja, und dann, wenn man das so von oben betrachtet, das Ganze, dann sind wir ganz schön verteilt. Und mein Spielstil ist da ein bisschen anders. Es gibt, ja, oder was heißt ein bisschen anders? Also man kann das auf jeden Fall so bauen, ist auch alles in Ordnung. Aber es gibt halt auch unterschiedliche Herangehensweisen. Zum Beispiel kann man auch, ja, mit anderen Abteilungen arbeiten, indem man hier nicht sowas macht, sondern einen Tunnel baut von hier nach dort. Ja, dann hätten wir uns hier diese lange Leitung sparen können. Das hätte vielleicht ein bisschen ordentlicher ausgesehen. Also durchaus eine Sache, die man auch machen kann. So, hier auf unsere elektronischen Geräte, da kommt wieder keine Kolonie drauf, mit uns zu handeln. Sehr schade eigentlich. Im Moment haben wir sehr viel Strom übrig. Das ist auch gut so. Jetzt versuche ich das nochmal hier mit dem Boden. Ja, das sieht schon besser aus. So, und nehmen wir den... Ich glaube, das ist eher so der rote Sand. So, jetzt ist das Objekt da im Weg. Aber vielleicht können wir es noch ein bisschen kleiner machen. Nee, kleiner. Doch, es geht. Oh ja, wunderbar. Also dann kriegen wir das hier schön unter so. Dann können wir das eigentlich hier so ein bisschen über die Leitung ziehen. Ne? Was ist, wenn ich es nochmal so anfange? Ach, jetzt ist es weg. Mensch. Nochmal ein bisschen größer so. Und dann hier so entlang ziehe. Bis hier. Und dann müssen wir da gleich mal das kleine Fisselchen machen. Ich bin ja jetzt, was das angeht, vielleicht ein bisschen Korinthenkacker gerade, aber ich finde, es sieht halt gut aus. Hier hätte ich auch den roten Sand nehmen sollen. Ich habe den gemischten Sand habe ich hier genommen. Roter Sand wäre passender gewesen. Sand war auch nicht passend. Sand war, ist eher so, ja, dieses Zeug hier. Roter Sand wäre gut gewesen. Aber jetzt lasse ich es so. Ich will es jetzt auch nicht übertreiben mit dem Feature. Ich finde auf jeden Fall cool, dass es da ist. Und so für solche Stellen hier könnte man das natürlich auch machen, wo wir da so umfangreiche Geländearbeiten gemacht haben. Da sieht das wahrscheinlich auch ganz gut aus. Ja. Sector scanned. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Leute. 11 Jobs sind momentan nicht besetzt, aber diese Kuppel ist voll. Ja, ein paar Leute kriegen wir hier noch unter. Der Rest müsste dann schon in diese Kuppel ziehen. Und was wir hier bauen müssen, ist eine Landeplattform. Das hatte ich schon angekündigt. Ah, Terraforming-Tipp, globale Parameter, Temperatur. Wir haben das Mars-Treibhaus erforscht. Das gucken wir uns gleich an.
Jetzt pausiere ich das Spiel kurz und gehe in den Baumodus für die Plattform. Eine normale. Es ist doch ein bisschen uneben hier, ne? Also, wir müssen da doch nochmal arbeiten. Hier kann man jetzt sehen, welche Punkte da genau das Problem sind. Und genau hier in der Mitte jetzt von der Plattform, da wo unebenes Terrain steht. Genau da ist das. Also hier, da ist es uneben. Ich würde sagen, dass ich dann doch nochmal kurz darüber hergehe. Sonst nehmen wir uns sehr viel Platz zum Bauen. So, okay, das hat einfach so geklappt. Da musste ich nicht mal was für wegschmeißen an Ressourcen oder so. Es mussten keine Drohnen kommen. So, und jetzt passt die Landeplattform hier auch hin. Und jetzt habe ich ja gesagt, dass die eine Kuppel hier oben hinkommt. Und die andere hier. Das heißt, hier ist eine Landeplattform eigentlich ziemlich richtig. Ich bin jetzt noch am Überlegen, ob ich sie einfach hier ganz nah ranbaue. Oder ein bisschen Abstand lasse. Ich denke so. Okay, lassen wir es mal weiterlaufen. So, 10 Beton, kein Problem. Dann stört mich dieses Kabel hier noch ein bisschen. Vor allem ist es überflüssig, weil wir hier die Verbindung direkt haben. So. Alles, was hübscher ist, ist hübscher. Von daher machen wir das natürlich so. Ja, jetzt sieht es hier sehr gut aus. Jetzt versuche ich noch das letzte Fitzelchen hinzukriegen. Und dann soll es das aber auch wirklich gewesen sein erstmal. So, gemischt in roter Sand haben wir gesagt. Tja, und jetzt müsste ich es eigentlich hier so dahin ziehen und mal gucken, ob es funktioniert. Wie gesagt, es ist nicht ganz so wichtig, aber sieht schon deutlich besser aus. Okay, wir holen jetzt eine Passagierrakete. Also hier kriegen wir noch 7 Leute rein. Na, und der Rest kann halt dahin. Das Problem wird nur sein, dass wenn wir sie hier landen, die Leute da nicht einziehen, weil wir das nicht freigegeben haben. Das können wir aber machen. Dann muss hier natürlich auch was zu essen sein. Das heißt, wir müssen hier ein kleines Servicegebäude bauen. Ne, wir nehmen direkt einen richtigen Lebensmittelladen. So, komm. Und den setzen wir dann hier hin. Ja. Da kommt der Lebensmittelladen hin. Die Krankenstation bauen wir auch schon direkt. So, und dann gibt es auch direkt hier ein bisschen Aufhübschung. Und zwar einen Steingarten. So, dann ist dieses Dreieck ebenfalls verplant. Wird alles gebaut. Nahrung liegt hier draußen und die Drohnen können das reintransportieren. Das funktioniert. Und dann landen wir die Leute hier. Und die Überflüssigen können von Shuttle transportiert werden, weil die Shuttle auch hier den Transport von Personen von Kuppel zu Kuppel unternehmen. So, 9 Leute gehen hier noch rein. Dann lasst uns das mal auffüllen. Eine Passagierrakete bitte. Ja, sind jetzt wahrscheinlich viele nicht ausgebildet. Ich schmeiß die erstmal alle raus. Viele Wissenschaftler. So. Naja, was heißt viele? 2 Stück. Ich glaube, ich habe noch einen 3. gerade versehentlich rausgeschmissen. Ja, Botaniker lassen wir mal. Wir haben die 2. Farm da. Dann nehmen wir noch einen Geologen mit. Und Ingenieure sonst. Ingenieure sind ganz wichtig. Offizier können wir noch gebrauchen. Na komm, ich nehme noch einen Wissenschaftler. Ach, wir können ja 22 Leute jetzt mitnehmen. Ist da was? Dann packen wir mal ordentlich ein. Obwohl, so viele Geologen brauche ich im Moment nicht. Wir haben dann ja noch die Mars-Akademie, wo wir ausbilden. Komm, nehmen wir doch noch einen Geologen. Noch einen Wissenschaftler. Noch einen Wissenschaftler. Und der Rest ist dann halt hier im Grunde wild zusammengewürfelt. Jetzt haben wir nur noch 34 Bewerber, also das ist nicht viel. So, die landen jetzt. Die können hier alle unterkommen, die wir zu viel haben. Das geht jetzt auch schnell, das braucht nur Beton.
Und dann können wir auf jeden Fall schon mal hier so einen Extraktor bauen. Und jetzt hatten wir ja gesagt, wir wollen möglichst beide. Das heißt, hier können wir... Ach, da sind die blockierenden Objekte. Oh, nee, ich muss die Leitung umlegen. Obwohl, nee, es geht auch so. So, dann machen wir es auch so. Nummer 1. Und ich baue direkt den zweiten. So, dass die Kuppel davon nicht verschmutzt werden kann. Ja, bauen wir direkt hier hin. Nummer 2. So, und das sind dann zwei Vorkommen, die... Ja, ein bisschen länger laufen. Ich weiß nicht, wie viel war hier mal drin. 420. Da sind wir mit 2 doch bis jetzt ausgekommen. Und hier haben wir nochmal ungefähr, passt ungefähr, ist das Doppelte. Und dann haben wir hier lange was von. Und mit 2 Extraktoren sind wir sehr gut gelaufen hier. So, 34 Einheiten sind hier noch drin. Ich denke, wenn die Rakete kommt, machen wir auch nochmal einen Export. Aber das bauen wir jetzt erstmal auf. So, da muss natürlich ein Kabel dran. Der kriegt von dieser Leitung. Mal kurz den Staubradius prüfen. Die sollen sich natürlich auch nicht gegenseitig einstauben. Deswegen hatte ich den dann noch ein bisschen hochgeschoben. Passt alles so. Und natürlich brauchen wir dann hier ein Lager für, obwohl... Ja, wir machen hier an die Plattform wieder ein Lager für Treibstoff und eins für Handelsgüter, also Edelmetalle. Nummer 1 und hoppla. Und Treibstoff. Gut. Und da stellen wir eine Wunschmenge ein beim Treibstoff 30, damit eine Rakete immer direkt betankt ist. Und hier machen wir das gleiche. So kann eine Rakete hier stets abheben. Zumindest das Ziel. Da müssen wir hier natürlich jetzt auch... Obwohl, nee, die Shuttles liefern ja auch direkt hierher. Das ist schon okay. Treibstoff muss dann hier nicht mehr gelagert. Ach, haben wir auch schon aus. Okay, dann ist ja alles richtig. Alles richtig gemacht. Eventuell nochmal ein paar Shuttles bauen. Ah, nee, haben wir schon voll gebaut, ne? Stimmt. Da sind schon 6 von 6. Dann müssten wir da eventuell bald mal aufrüsten. Hier haben wir 30, 30. 30, 30. Ja, gut, okay. So, jetzt fehlen natürlich Leute. Hier ist klar, die Rakete ist noch nicht da. 25% erst. Ich gehe mit der Spielgeschwindigkeit jetzt auch wieder hoch. Denn wir wollen nicht die ganze Zeit nur trödeln. Und ich werde jetzt ein neues Low-G-Labor bauen. Jetzt brauchen wir langsam mal Elektronikteile. Genau, die Forschung. Da muss auch noch wieder was rein. Jetzt haben wir schon 3 Technologien hier. Da nehme ich jetzt den Dozer. Drohnenarm entschneller. Nee, ich guck mal lieber hier. Die Staubabstoßung für die Solarkollektoren ist zwar toll, aber wir haben kaum Solarkollektoren. Das Hawking-Institut als noch besseres Forschungslabor. Tja, das intelligente Haus. Wir machen die Lagerkomprimierung. Dann können wir mehr Wasser, Sauerstoff und Strom speichern. So, da sind die ersten Rohstoffe schon eingetroffen. Ja, hier arbeitet jetzt niemand. Da machen wir noch das alternative Design. Das gefällt mir einfach besser. Ach ja, ich glaube... Ah ne, ich dachte, dieses Gebäude hätte vielleicht auch ein alternatives Design noch. Aber wir haben uns noch nicht alles angesehen, ne? Ach, den Diner könnten wir noch verändern. Ah, okay, das ist auch nicht schlecht. Die beiden gibt's. Ich muss sagen, wir nehmen einfach mal den hier. Der gefällt mir ganz gut. Ah, Krankenstation lässt sich auch verändern. Auch cool. Das gefällt mir. Das ist mal was anderes. Das nehmen wir so.
alles mal durchklicken. Gut, die Apartments kennen wir schon im alternativen Design. Hier, das haben wir uns, glaube ich, auch noch nicht angesehen. Okay, da sind nur die Türme ein bisschen anders. Glaube ich, finde das hübscher. Die lassen sich nicht verändern. Das auch nicht. Okay. Russland bietet 108, bietet nicht mehr 108 Metall für 50 Maschinenteile. Ist für uns nicht so wichtig, weil wir handeln ja nicht auf diese Art und Weise. So, da sind die 22 Passagiere. Die landen wir jetzt hier. Wie gesagt, die gehen hier rein und werden dann mit Shuttles hierher transportiert und dann läuft hier auch die erste, laufen hier auch die ersten Jobs an. Oh, 100 Kolonisten. Das gibt nochmal 1000 Forschungspunkte. Und da gibt es ein schönes Feuerwerk für. Sehr hübsch, oder? Das sieht sogar noch hübscher aus, wenn man sich's langsam anschaut. So, ja, jetzt kommt die Meldung mit den Ressourcen. Das war schon klar, weil es kommt halt einfach eben keiner. Wir können nochmal versuchen, hier Maschinenteile zu bekommen für Beton, damit wir irgendwas für Beton bekommen. Das wäre halt schon cool. Und wir kaufen die Maschinenteile, die elektronischen Teile dann jetzt nochmal per Nachschubrakete. Kapsel ist mir zu wenig, wir machen Frachtrakete. Und das wird natürlich wieder teuer, aber wir haben 8,8 Milliarden, also da können wir ordentlich schlampen jetzt mit dem Geld. Und wir geben hier mal viel aus für diese Teile. Und wir kaufen auch noch ein paar Drohnen. Und dann brauchen wir sonst noch irgendwas. Ich überlege. Nicht zwingend. Also nehmen wir hier noch ein paar. Nahrung ist auch momentan gut. Metalle ist ein bisschen weniger, als es sein könnte. Nehmen wir da noch 15 von. Und dann gucken wir auf jeden Fall, obwohl. Ey, komm. Dann lieber so. Und wir gucken nochmal auf der Oberfläche. Aber wir können noch mehr. So. Wir gucken auf der Oberfläche nach Metall noch. Wir können sicherlich in den Transporter nochmal starten. Und diese Rakete fliegt jetzt los. So, hier müssten jetzt Leute sein. Jawohl, da kommen sie schon. Sind mit dem Shuttle angeliefert worden. Oder sind die gelaufen? Das kann sogar sein, dass die gelaufen sind, weil die Einflussbereiche sich hier überschneiden. Weil der Shuttle bringt normalerweise nicht so viele auf einmal. Ja, sehr cool. So, ich wollte noch ein Low-G-Labor bauen. Das mache ich jetzt als erstes. Das war unter... Boah, wo war das wieder? Unter Forschung auf jeden Fall. Ist das richtig rum so? Ja. Ist es so. Dann machen wir mit dem Kabel hier noch einen kleinen Zaubertrick. Dann können wir das hier noch wegnehmen. Und dann sind die darüber angebunden und... Und darüber auch noch. So. Hier arbeiten schon Leute. Sehr cool. Das heißt... Der Nachschub an Edelmetallen ist gesichert, sofern wir jetzt noch ein Lager dafür haben. Ne? Das heißt, ich muss hier anfangen, auch eine Lagerstruktur aufzubauen. Oder wir packen es hier mit rein, wobei... Da gehen nur 30 rein, das ist schnell aufgebraucht, also schnell voll. Die großen Lager können wir noch nicht, die automatisierten sind noch nicht erforscht, aber die sind schon erforschbar. Wir stellen erstmal da so eine Lagerfläche zwischen. Das ist schon okay. Und wie gesagt, sie wären erforschbar. Wir werden natürlich hier weiterhin Lager haben. Aber ich glaube, dass wir dann eher so auf Richtung Zentrallager wieder gehen. Mit vielleicht hier oder so. Mal gucken. Mit großen automatisierten Lagern. Was ist das denn? Achso, die ist schon... Die ist schon wieder abflugbereit. Ja, wunderbar. Ja, Moment. Wie wäre es mit einer Planetenanomalie? Ich gucke mal kurz in die Forschung. Da ist alles gut.
Dann lasst uns doch mal eine Planetenanomalie anschauen und müsste allerdings das wieder ausgeladen werden. Na komm, das geht schnell. Obwohl, es wird eh automatisch ausgeladen, wenn wir die Expedition starten. Also gucken wir mal, was haben wir da? 10 Leute Forschungsfortschritt. Das ist total genial, das mache ich auch. Fliegt direkt los. So, jetzt wird alles umgerüstet hier. Hoffe ich. Ja, lade ab Edelmetalle. 10 Kolonisten gehen rein. Und dann geht's los. So, eine Krankenstation haben wir. Da wechsle ich das Design. Mir gefällt es wirklich viel besser so. Das lassen wir so. Krankenstation, ja. Wir brauchen hier natürlich jetzt eigentlich auch den ganzen Kram nochmal. Aber dafür würde ich halt eine andere Kuppel haben wollen. Die Frage ist, ob das wirklich eine große Kuppel sein muss. Oder ob man vielleicht mal, also eine mittlere nochmal. Oder ob man mal so eine zylindrische baut. Das ging ja auch. Wisst ihr was? Ich baue da einfach mal so eine. Das muss da auch mal sein, oder? Was haben wir hier? Die Trigon. Neun Plätze. Wie viele waren da jetzt zu sehen? Nochmal reinschauen. 2, 4, 6, 8 und dann noch 2 kleine. Die Trigon-Kuppel ist noch größer. Aber die braucht halt auch schon so viel Platz, dass man genauso gut eine mittlere Kuppel bauen kann und da ist dann noch mehr Platz. So, da fliegt sie auf die Expedition. Das heißt, gleich gibt es ordentlich Forschung. Da ist das Logi-Labor. Das ist jetzt gar keine Verbindung hier, dieses Kabel. Irgendwie nicht, ne? Das hat gar keine Verbindung. Naja, muss es auch nicht. Wir nehmen es von da oben. Ist auch gut. So, zweite Schicht aktivieren. Wir haben genug Wissenschaftler. Und nehmen auf jeden Fall den Bonus, mit dem wir hier noch kriegen, wenn wir da die Leute auch entsprechend arbeiten lassen. Und wir machen hier auch das Upgrade. Oh, das ist wieder so teuer. Wir machen es trotzdem. Die Rakete ist gleich da. Können mal wieder Gas geben hier. So, und jetzt müsste es hier auch wirklich bald vorbei sein. 19,2 Einheiten noch. Jetzt 19,2. Und hier arbeiten auch schon nicht mehr so viele Leute. Sind die alle hierher umgezogen, diese Kuppel? Weil das kann halt jetzt passieren, ne? Dadurch, dass wir hier eine neue Kuppel haben, die Leute vielleicht schöner finden. Wobei hier ist der durchschnittliche Kopf vor 44, hier ist er 64. Da ist er egal, weil das nur eine Servicekuppel ist. So, wir haben 3000 Forschungen durch die Anomalie bekommen. Das ist sehr viel. Marsianische Anpassungsfähigkeit ist erforscht. Oh, und? Wir könnten Beton für Polymere schicken. Aber, naja. Maschinenteile hätte ich gerne. Die werden nämlich jetzt witzigerweise auch knapp und davon habe ich keinerlei angefordert. Okay. Müssen wir mal schauen. Ja doch, 10 sind drin. 10 sind drin. So, wir automatisieren mal kurz, denn wir können... Moment, den Transporter... Moment, was können wir automatisieren? Den Erkunder können wir automatisieren.
So, der sucht sich jetzt automatisch Anomalien. Da ist unsere Rakete mit den 10 Leuten zurück. Ach, das ist eine Handelsplattform. Und... Sektor scanned. So, den Transporter. Den können wir auch automatisieren. Und der holt jetzt auch Ressourcen automatisch. Lassen wir ihn laufen. Es ist gut so. So, jetzt wird es wieder aufgeladen und dann schicken wir sie auch wieder weg. So, da kommt unsere neue Rakete mit neuen Materialien. Die landen wir dann hier. Und wenn die da ist, stelle ich da direkt ein, dass wir keine Exportgüter einladen wollen. Denn die werden wir dann nochmal ein bisschen für... für die Planetenanomalien benutzen. So, die ganzen Drohnen, die weisen wir jetzt hier mal zu. Da müssen wir mal schauen. Jetzt haben wir natürlich wirklich viele hier. Dann nehmen wir nochmal ein paar davon weg. Und die packen wir dann hier hin. Und dann haben wir hier jetzt 19. Hier haben wir 18, das ist viel zu viel. Ja, wobei... Ich meine, die tun ja nun auch ihre Arbeit hier mit dieser Rakete, mit der Beladung. Die wir übrigens jetzt wegschicken können. Also, goodbye. So, diese Kuppel hat jetzt keine Lebenserhaltung, die ist fertig. Kabel. Und Rohre. Naja, das wäre sicherlich auch noch schöner möglich gewesen. Aber fürs Erste okay so. Strom und Wasser reicht. Sauerstoff ebenfalls. Und jetzt werden wir hier irgendwie einen Durchgang... Ja, jetzt weiß ich, warum ich das lieber anders hätte machen sollen. Weil wir hier noch einen Durchgang haben müssen. Und da können wir keinen Durchgang drüber herbauen. Über die Leitung. Und deswegen muss das weg. Gut. Okay. Jetzt kommt der Durchgang. Von hier... Von hier nach dort. Dann nehmen wir halt wieder eine Spitze von einem Dreieck weg. So, Gebäude mit erschöpften Vorkommen. Jetzt können wir was abreißen. Denn da ist kein Edelmetall mehr da. Und die ganzen Geologen, die müssen jetzt eigentlich hier in diese Kuppel kommen. Vielleicht können wir das ein bisschen forcieren, indem wir hier die zweite Schicht noch öffnen. Und dann wird es wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis der Umzug gemacht wird und... Ja, Platz wäre noch da. Ah, schaut mal. Das hier ist, glaube ich, ein Zeichen. Die kommen schon an. Genau, ist reserviert. Die kommen aus einer anderen Kuppel hierher. Sehr schön. Okay. Jetzt haben wir hier natürlich wieder Platz. Funding received. Da ist Geld. Forschung abgeschlossen. Tiefenscannen. Oh, jetzt wird es auch Zeit für neue Technologien. Ich guck mal eben, wo die automatisierten Lager sind, weil ich hatte sie schon gesehen. Ah, diese hier sind wichtig, ne? Metallextraktion aus der Tiefe und die Wasserextraktion aus der Tiefe, das braucht man dringend. Ganz dringend. Auch sehr teure
Technologien. Da sind die Logi-Labore. Was ist das denn nochmal? Noch eine Verstärkung? Das ist ja cool, das nehmen wir dann auch nochmal. 8000, um Gottes Willen. Wir haben doch schon eine Verstärkung. Oder vertue ich mich jetzt? Na klar, haben wir schon eine Verstärkung. Ich nehme es trotzdem mit rein. So, aber wo sind jetzt die automatisierten Lager? Die müssten bei Robotics sein. Da sind sie. Automatisiertes Lager und, was haben wir hier noch? Shuttle-Tempo erhöhen. Das ist auch nicht schlecht. Betankter Extraktor plus 30% Produktion, solange das Gebäude mit Treibstoff versorgt wird. Nee. Sehr teuer, sehr teuer. Hier fangen die wirklich an teuer zu werden. 10.000, 15.000. So, dann nehmen wir das hier, dass die Gebäude nicht mehr so häufig gewartet werden müssen. Wir machen momentan 1.696 Forschung pro Sol. Das ist noch nicht so viel, wie ich gerne hätte. Aber wir haben hier immerhin drei Logi-Labore gut beschäftigt. Jeweils mit Upgrade. Hier ist das Upgrade drin, aber es gibt offensichtlich noch eins. Genau, Null-Vektor-Raumdatenverarbeitung war das. Und es gibt noch mehr Upgrades. Das ist natürlich nicht schlecht. So, das Ding müsste bereit sein für Planetenanomalien. Schauen wir mal. 6 Mediziner, neue Technologien. Ja, könnte man machen. Ressourcen, 5 Mediziner, 5 Wissenschaftler. Für einen Durchbruch. Das mache ich mal. 5 Wissenschaftler haben wir ja. Da sind sie schon abgezogen worden teilweise. Und ein Durchbruch ist immer gut. Also, ich habe noch keinen schlechten gesehen. Ist dann halt nur die Frage, ob man den Durchbruch für den Moment dann schon braucht. Aber gut. So, wir haben so viel Beton, aber wir haben alle anderen Sachen zu wenig. Hier wird gut gearbeitet jetzt. Hier könnten wir eigentlich mal das Upgrade machen. Wir haben genug Strom. Und wir können die zweite Schicht aktivieren. Jetzt, wo die Leute nicht mehr hier in den Dingern arbeiten, kommen vielleicht hier noch ein paar rein. Mal schauen. Okay, Leute, dann würde ich sagen, soll es das für diese Folge mal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir kommen ganz gut vorwärts, finde ich. Gerne auch euer Feedback mal dazu, ob ich zu schnell vorgehe oder ja, gravierende Fehler mache. Bitte natürlich sofort informieren. Ihr habt, ja, wie ich das von euch gewohnt bin, auch schon viele zahlreiche hilfreiche Tipps vor allem auch abgegeben, die ich hier teilweise umsetzen konnte schon. Und dann nochmal zu dem Zeitpunkt, wenn ihr so einen Vorschlag macht, ich lese den immer sofort, aber bis er dann im Let's Play ankommt, vergehen schon mal ein paar Tage bzw. Folgen, da ich ja auch im Voraus aufnehme. So, vielen Dank, wie gesagt, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, euer Dr. Wolfsherz, ciao!